Geht's dir jetzt besser? Ja, viel besser. Soweit lasse ich mich von Alan kein zweites Mal bringen, ich versprich's dir. Das freut mich. Ich gehe nach oben und gebe meinem Sohn einen Abschiedskuss. Dir zuerst. Gut. Und nun muss ich gehen. Gib ihm auch einen Kuss von mir. Auch zwei. Hallo? Monika, Liebes, ich bin's, Edward. Ja, Edward, was kann ich für dich tun? Ich bin gerade im Floating Rap mit Alan und Steve Hardy. Wir stecken in den Vorbereitungen für diese Wohltätigkeitsparty für den Ausbildungstrakt. Edward, Frank Smith hat sein Angebot. Ich weiß, Alan hat dir davon erzählt. Die Quadermain-Stiftung übernimmt die Finanzierung. Ich habe Alan bereits gesagt, dass ich nicht kommen werde. Unsinn, das bist du mir schuldig, Monika. Und ebenso schuldest du es Alan Junior, dass du kommst. Edward. Aber ich glaube, das sollten wir lieber nicht am Telefon besprechen. Ich komme gleich vorbei. Nein. Also, ich glaube, er sieht mir doch ein bisschen ähnlich. Ganz bestimmt sogar. Was hast du? Wer hat angerufen? Edward. So spät noch? Was wollte er? Er kommt noch vorbei, um mich zu überreden, zu dieser Wohltätigkeitsparty zu gehen. Warum schickt Alan jetzt seinen Vater vor? Weil er natürlich hofft, dass der Erfolg haben könnte. Alan versucht es jetzt auf diese Weise, aber dazu werde ich es nicht kommen lassen. Hast du mit Monika gesprochen? Habe ich. Und? Sie war nicht gerade begeistert. Ich sagte ihr, ich komme zu ihr, um sicher zu sein, dass sie zur Party geht. Wie kann ich das gut machen? Hol dir deine Frau zurück. Ich bin bereit, jede Wette einzugehen, dass mir das gelingen wird. Weißt du, ich glaube, der eigentliche Verlierer an dieser ganzen Sache ist Rick Webber. Meinst du nicht, dass er zu Leslie zurückgeht? Sie ist eine selbstständige Frau, glaubst du, dass sie ihn noch will? Dann mussten wir das ganze Gelände absperren lassen. Bist du schon wach? Kaum. Es scheint, dass 7:30 neuerdings immer früher kommt als sonst. Das Gefühl kenne ich. Vielleicht wird der Tee dir helfen. Nein, keine Aussicht, weil ich stärker bin als er. War Edward gestern bei dir? Ja, ganz recht. Er hat verlangt, dass du zu dieser Spendenparty gehst? Nein, er hat es nicht verlangt. Er hat mich gebeten. Sehr nett hat er gefragt und sehr liebenswürdig. Er war so liebenswürdig, dass ich nicht ablehnen konnte. Du hast angenommen? Ja, ich habe. Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du in dieses Haus gehen? Das Haus, in dem man versucht hat, dich zu ermorden. Hey, Moment mal, Moment mal. Ich habe das alles fest in der Hand. Ich glaube, das hast du nicht. Du forderst eine Katastrophe heraus, wenn du hingehst. Ich habe von Alan die Einwilligung zur Scheidung bekommen, während du nur pessimistische Vorhersagen und nichts als Zweifel hattest. Ja, ja, du hattest recht. Bedenke doch, ich werde diese Scheidung bekommen, in etwas über einer Woche. Sei doch friedlich und schaff jetzt bloß keine neuen Probleme. Monika, das sind zwei völlig unterschiedliche Situationen. Ich halte es nicht nur für töricht, sondern für äußerst gefährlich. Alles wird bestimmt gut werden. Wenn du keine Wellen schlägst, Rick, wird die ganze Sache glatt gehen. Ich mache auf, Stella. Guten Morgen, Alan. Du bist aber schon früh hier. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht zusammen frühstücken. Das ist eine nette Idee. Es ist langweilig, allein zu sein. Ich freue mich über deine Gesellschaft. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du schon auf bist. Ich stehe immer sehr früh auf. Ich dachte, ich berichte dir von meinem Besuch bei Monika, um den du mich gebeten hast. Du warst schon bei ihr? Ja. Sie hat zugesagt, zu der Party zu kommen, die du geben willst. Du bist wundervoll, weißt du das? Ach. Sie kann dir einfach nichts abschlagen, oder? Es bedurfte nur etwas Takt und Höflichkeit. Auf dich hört sie eben mehr als auf mich. Jetzt brauche ich nur noch Steve, um die restliche Arbeit für mich zu erledigen. So? Den Rest von welcher Arbeit? Nur so eine Idee. Na, irgendetwas hast du doch damit gemeint. Weißt du, ich hoffe, dass er das gesamte Ärzteteam dazu bringt, bei dieser Spendenaktion mitzumachen. Das hat er uns doch gestern versprochen. Er steht zu seinem Wort. Das ist richtig. Komm, lass uns Stella suchen. Das ist nicht richtig. Rick, der Patient geht vor. Ich weiß nicht, wovon du redest. Es ist nicht richtig, dass du verärgert in den OP gehst. Du bist wütend auf mich, weil ich einen Mann, den ich schätze, nicht enttäuschen wollte. Und du schätzt ihn auch. Es ist nicht fair, Edward Quatermain irgendeine Schuld zu geben. Er war nicht die Ursache unserer Probleme. Edward hat nichts damit zu tun. Aber du bist wütend, weil ich die Einladung angenommen habe. Oder bist du noch auf etwas anderes wütend?
Monika, ich bin auf gar nichts gegen. Sollte ich mich etwa so geirrt haben? Jeder Chirurg weiß, dass man in diesem Moment nicht an persönliche Probleme denken darf. Ich tue es nicht und du solltest es auch lassen. Tut mir furchtbar leid. Ich kann es nicht leugnen, ich habe mich aufgeregt. Hör jetzt auf damit, es muss sein. Ich will jetzt weder über Alan, Edward oder sonst jemanden reden, sondern mich auf meinen Patienten konzentrieren. Bitte. Sieh dir nochmal die Angiografie von der letzten Woche an, bevor wir reingehen. Ja, ist gut. Irgendwie gefällt es mir nicht, Rick. Das wird eine lange, schwierige Operation. Ja, vermutlich. Ich befürchte, dass wir mehr als einen Bypass einsetzen müssen. Wie beurteilst du seine Chancen? Sein Alter ist gegen ihn. Ich wünschte, er wäre physisch stärker, aber das ist er leider nicht. Fertig? Fertig. Dann komm. Danke, Stella. Ellen hat mir von ihren Eiern à la Benedikt erzählt, Stella. Ich muss sagen, die sehen sehr verlockend aus. Ich hoffe, dass sie Ihnen schmecken. Ich mache sie mit einer Sherry-Käsesoße statt mit einer Hollandaise. Ist mal eine Abwechslung. Es gibt keine bessere Köchin als Stella. Oh, danke, Sir. Das ist ein wundervoller Platz hier draußen. Verständlich, dass du es genießt, deine Mahlzeiten hier einzunehmen. Ja, das tue ich. Frühstück, Lunch, Dinner. Monika und ich haben immer hier gegessen, wenn das Wetter es erlaubte. Ja. Einmal saßen wir hier sogar mitten im Winter. Was ist mit dir, Ellen? Nichts. Ich darf einfach nicht mehr so viel an vergangene Zeiten denken. Das ist nicht gut. Ach, sei doch nicht albern. Wenn Erinnerungen erfreulich sind, sollte man ruhig darüber sprechen. Es ist aber auch schmerzlich und verbessert die Gegenwart in gar keiner Weise. Oh, ich dachte, es besteht möglicherweise eine Zukunft für dich und Monika. Wenn ich was dabei zu sagen habe, bestimmt. Das ist nur zu hoffen. Sag mir mal, was hat denn diese Meinungsänderung gegenüber der Scheidung verursacht? Zuerst hast du kampflos aufgeben wollen und dann erzählst du mir, dass du nicht mehr an eine Scheidung glaubst. Also ist das nun eine Wunschvorstellung oder ist es mehr, Ellen? Ich freue mich, dass du fragst. Wirklich? Sonst verbietest du mir meine Einmischung. Diesmal nicht. Ich habe eine erfreuliche Mitteilung erhalten, die auch dir gefallen wird. Dann mal raus mit der Sprache. Alan Quatermain Jr. ist eindeutig mein Sohn. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Eine eigenartige Mitteilung. Ich hatte keine Ahnung, dass du jemals an deiner Vaterschaft gezweifelt hast. Oh doch. Ich hatte es nur nicht zugeben wollen. Und was hat dich inzwischen überzeugt? Du klingst skeptisch. Das bin ich ganz und gar nicht. Ich bin nur gespannt darauf, was du mir zu sagen hast. Monika hat es mir abgenommen. Sie wollte wohl auch die Wahrheit wissen. Das begreife ich nicht ganz, Monika. Ganz recht. Sicher schockiert es dich. Ich war es auch. Denn wenn Monika die Wahrheit erfahren wollte, dann deshalb, weil sie ein Verhältnis mit Rick Weber hatte, als sie getrennt lebten. Hat sie das dir gegenüber zugegeben? Nein, aber nur so ist es zu verstehen. Ich frage mich, ob es wahr ist. Es ist wahr. Rick Weber war immer mein böser Geist bei Monika. Sogar als er noch verheiratet war. Aber das ist jetzt uninteressant. Monika hat die Blutuntersuchung machen lassen und die beweist eindeutig, dass Alan Jr. mein Sohn ist. Ich habe mit dem Hämatologen vom General Hospital gesprochen und der hat es bestätigt. Diese Bestätigung ist zweifellos eine große Erleichterung für dich, aber ich kann nur sagen, dass ich nicht überrascht bin. Bist du nicht? Du warst doch derjenige, der wollte, dass wir den Vaterschaftstest durchführen lassen. Das ist schon richtig, Ellen, aber diese Überlegung entsprang nicht meiner absoluten Überzeugung. Es war nur genauso wie bei dir der Wunsch, klare Verhältnisse zu schaffen. Ich war nur immer absolut der Meinung, dass Monika eine viel zu ehrliche Frau ist, die nicht imstande wäre, einem Mann das Kind eines anderen unterzuschieben. Demnach hältst du viel von ihr. Tja, so empfinde ich halt. Ich bin dennoch dafür, vorsichtig zu sein und diese Sache vorläufig unter uns zu belassen. Du solltest keinem etwas darüber sagen. Auch nicht Mutter.
Also, Ellen, jedes Mal, wenn du mir etwas sagst, verpflichtest du mich zur Geheimhaltung, als ob man einem obskuren Verein angehören würde. Habe ich dein Wort? Ja, aber natürlich. Ich habe sowieso nicht die geringste Neigung, das mit deiner Mutter zu besprechen. Sie ist überzeugt davon, dass es im Leben so zugeht wie in den Lore-Romanen, und ich möchte ihr diese Illusion nicht rauben. Also, du denkst, dass du Monika zur Rückkehr bewegen kannst. Dass ihr beide trotz allem, was geschehen ist, einen neuen Anfang schaffen würdet. Ich hoffe es jedenfalls. Wart es ab, Ellen. Ich schätze Scheidungen nicht. Hatte immer was dagegen. Neuerdings gibt es nach meiner Meinung zu viele Scheidungen. Wenn Menschen erst einmal verheiratet sind, sollten sie verheiratet bleiben. Da kann ich nur zustimmen. Weißt du was? Wir beide reden jetzt auch schon wie Lore-Romanfiguren. Ah, hallo ihr zwei. Tag, Dan. Ist es vorbei? Endlich. War nicht leicht, was? Nein, das war es nicht. Wie geht's dem Patienten? Was Definitives können wir in den nächsten 12 Stunden noch nicht sagen, aber im Moment sieht es ganz gut aus. Großartig. Gratuliere. Sie sehen erschöpft aus. Das sind wir auch. Ich fürchte, Sie können sich noch nicht ausruhen. Steve möchte Sie sprechen. Aus mit unserer Pause. Warte auf mich in der Cafeteria. Danke. Ist gut. Keine Pause für die Müden. Kommt einem so vor, aber ich werde das Gegenteil beweisen. Diana, legt was für mich vor? Ja, hier. Ah, bitte. Nichts Dringendes. Also, wenn mich jemand brauchen sollte, ich bin in der Cafeteria und trinke einen. Den haben Sie sich verdient. Danke. Also dann. Wir besprechen das. Ja, gut. Hallo. Hallo. Ich kann noch nicht sagen, ob es Donnerstag oder Freitag sein wird. Ich muss erst mal sehen, wann es Monika am besten passt. Monika? Ja, ich erwarte sie an meiner und meines Vaters Seite. Habe ich auch richtig gehört? Sie haben richtig gehört. Ich hoffe auf eine Versöhnung, Steve. Wirklich? Fein. Wirklich fein. Im Moment ist es nur eine Hoffnung von mir, deshalb wäre ich dir dankbar, wenn du nicht darüber sprechen würdest. Nein, nein, natürlich nicht. Ich drücke ihm jedenfalls die Daumen. Die beiden würde ich gern wieder zusammen sehen. Ja, ja, kann ich mir denken. Das wird wohl Rick sein. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Ist schon gut, komm nur herein. Wir wollen gerade gehen. Wie geht's Ihnen, Rick? Danke, gut. Und Ihnen? Mir auch, ich bin zufrieden. Schön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Werde ich. Soweit ich das jetzt übersehe, wird es vermutlich am Donnerstag stattfinden. Wiedersehen. Wiedersehen, Edward. Dan sagte, ich soll sofort kommen, und da bin ich. Edward Quatermain hat sich bereit erklärt, anstelle von Frank Smith den Ausbildungsanbau zu finanzieren. Das will er tun? Ja. Schön. Jetzt kriegst du die Lehrposition, die du dir immer gewünscht hast. Da ist nur eine Bedingung. Naja, habe ich's mir doch gedacht. Ach, es ist halb so schlimm. Ich erwarte nur, dass du und die anderen Ärzte an dieser Spendenparty teilnehmen, die Ellen geben will. Er sagte, dass sie Donnerstag oder Freitag stattfinden wird. Bitte halte dir beide Abende frei, bis ich etwas Definitives weiß. Steve, das tut mir leid, aber diese Einladung kann ich nun mal nicht annehmen. Wieso nicht? Weil im Moment die Situation etwas heikel ist. Ich hoffe, du verstehst das. Rick, als Chefarzt hier kann ich es nun mal nicht hinnehmen, wenn jemand aus rein persönlichen Gründen seine Mitarbeit bei einer Hilfsaktion verweigert. Also. Wir reden von einer Spendenaktion, die helfen soll, dass ein Traum von mir endlich realisiert wird, ein Ausbildungstrakt. Ich verlange deshalb von allen Mitarbeitern, dass sie bei dieser Party erscheinen. Und das erwarte ich auch von dir. Du verlangst es. Allerdings. Nun, Dr. Hardy, in diesem Fall habe ich keine Wahl. Ich werde kommen. Hallo Monika, nett dich zu treffen. Hi Edward. Alan. Dürfen wir? Geht es dir nicht gut? Doch, mir geht's gut. Ich bin nur müde von der langen Operation. Ich verstehe. Mein Vater sagte mir, dass du zu der Spendenaktion kommen wirst. Ja, ich habe mich von ihm überreden lassen. Ich bin dir jedenfalls sehr dankbar dafür. Wann findet sie statt? Ich dachte an nächsten Donnerstag. Das ist hoffentlich ein passender Termin für alle. Nicht für mich, bedauere. Wieso nicht? Alan,
Hast du vergessen, dass ich am nächsten Vormittag meine Scheidungspapiere abholen muss? Das hatte ich vergessen. Zu dumm, nicht wahr, dass man so etwas vergisst? Ja, wirklich. Schließlich habe ich es doch erst gestern dir gegenüber erwähnt. Entschuldige, ich habe es dennoch vergessen. Könntest du vielleicht in diesem Fall trotzdem kommen? Nicht meinetwegen, sondern meines Vaters wegen. Ich wäre dir sehr dankbar, Monika. Nicht, dass ich dich unter Druck setze. Bemühe dich bitte nicht. Ich hatte gesagt, ich komme und das tue ich auch. Es ist gewiss nicht so furchtbar wichtig, was am nächsten Tag zu geschehen hat. Danke. Ich denke, dann ist der Erfolg gesichert. Alan? Edward? Rick, herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe nicht. Na, hat Steve dir nichts von der Finanzierung des Neubaus gesagt? Ja, das hat er gerade. Waren Sie erfreut? Ich bin ungemein erfreut, das ist doch klar. Sie waren sehr großzügig. Danke, ich bin gern bereit zu helfen. Die Spendenparty findet nächsten Donnerstag statt. Ich hoffe, du kommst, Rick. Monika kommt auch. Ja, ich komme auch. Wir können also mit Ihnen rechnen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Fein. Sagen Sie mal, gibt's was Neues über Laura? Haben Sie was gehört? Nein, und Leslie ist ziemlich aufgeregt und verzweifelt darüber. Tja, das wundert mich nicht, das sind wir alle. Wir können nur beten, dass es ihr gut geht.